Es hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Hä? Okay. Auf jeden Fall habe ich Agro-Goal beeindruckt. Und sie zu der Operation überredet. Das ist schon mal sehr gut. Oh Gott. Erstmal Baby Goal. Upsi, ich muss kurz eingenickt sein. Kein Problem. Zumindest solange du keinen direkten Hautkontakt mit der Theke hattest. Du bist lustig. Okay. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Ja, das Essen ist ja für Lady Goal. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Weißt du überhaupt, wo du hin musst? Und so. Aber, hey, stopp! Mist. Gut, zum Marktplatz. Und ab in die dunkle Gasse. Ich hab das Gefühl, obwohl ich das Klopfzeichen verraten habe, ist sie schon da. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ich weiß, ich habe da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Verzieh dich. Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Das ist mein kleiner Beitrag, um diesen Planeten sauber zu halten. Nein, warte. Das ist nicht das Ganze. Mist. Ich hab jetzt mal so eine Jensens blöde Idee. Nur gucken, ob's klappt. Das könnte hinkommen. Na, Tatsache. Endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Was ist jetzt? Nein, warte. Tja, mehr Glück. Ach, das... Wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Tja, mehr... Ach, das... Was ist jetzt? Vielleicht muss ich jetzt die Musik wieder anmachen. Meine Güte. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach den Rhythmus vom Marktplatz nicht aus dem Ohr. Aber ich hab doch...
Hä? Nur mal ganz, ganz leise. Das könnte hinkommen, aber sicher bin ich mir nicht. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das Al- Und wehe! Es war nur ein Klopfstreich. Ich komm gleich raus. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach. Nein, warte. Das ist Mist. Oh, was ist denn aus? Das könnte hinkommen, ja, aber sicher bin ich mir nicht. Okay. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Und wehe! Was ist jetzt? Ich verstehe mich mal in der Kiste. So, das reicht. Ich komme jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Verstehe ich. Na nu, hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Meinst du nicht? Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur weil du es bist. Jetzt aber. Hey, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Geht doch. Komm rein, die Tür ist offen. Die Tür ist... Was? Wer zur Hölle ist Finn? Aber gut, die Musik ist ja automatisch angegangen. Das ist schon mal ganz praktisch. Gucken wir mal. Geheimes Klopfzeichen. Super. Goal in den Rebellenunterschlupf voll. Natürlich ist sie wieder als erstes da. Logischerweise. Warum auch nicht? Ah, noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Zulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Ja. Wie war das? Was bekommt ihr? Zulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios! Aber mal im Ernst, was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. Okay. Ich fühle mich irgendwie gerade so ein bisschen dolle veräppelt. Und so. Okay, Garlef. Eine tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Eigentlich hat er nicht wirklich getrommelt. Er ist auf seine Bongos gefallen und wir wollten nachsehen, was das für ein Geräusch ist. Okay. Ich hatte Zahnbürsten, die mehr Widerstand gegen den Organon geleistet haben. Warum hast du sie nie benutzt? Berechtigte Frage. Eine tolle Truppe hat ja... Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janosch aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Garlef mit reinschauen. Junge, Junge, Junge. Das soll ein Plan sein? Da kann ich doch nur verächtlich lachen. Sie haben nicht mal einen Riesenadler reingemalt, der sie in letzter Sekunde von einem explodierenden Hochhaus rettet. Schweinerei. Die Bühne ist aufgebaut. Die Show kann beginnen.
Mir gefällt nicht, wie sie diesen Janosch anschaut. Ihr Gehirn scheint schlimmer beschädigt zu sein als befürchtet. Das befürchte ich auch. Oh, hallo Rufus. Bist du jetzt auch beim Widerstand? So bin ich. Immer zur rechten Zeit am falschen Ort. Genau. Lass uns gehen. Hier passiert eh nichts von Bedeutung. Aber Janosch sagt, ich muss hier bleiben, um für die große Sache zu kämpfen. Und er ist immerhin der Anführer, weißt du? Janosch ist ein Trottel. Janosch sagt, man muss ein Trottel sein, um es mit dem Organon aufzunehmen. Dann ist er vielleicht überqualifiziert. Ich wäre ein viel besserer Anführer als Janosch. Aber Janosch hat den Masterplan. Janosch weiß doch nicht einmal, wie man das Wort Plan richtig ausspricht. Das liegt nur an seinem Zungenfehler. Er sagt, es handle sich um eine alte Verletzung, die nie richtig verheilt ist. Hat er zu viele Chili-Dogs gegessen? Es waren 25 in 10 Minuten. Wow! Siehst du? Er hat echt was drauf. Ich habe einen besseren Plan als Janosch. Wirklich? Janosch sagt immerhin, sein Plan sei der beste. Wie kann es denn da noch einen besseren geben? Das wirst du schon sehen. Ist das aufregend. Was muss ich tun, damit du endlich mitkommst? Es tut mir leid, Rufus. Aber solange Janosch hier das Sagen hat, kann ich einfach nicht weg. Wie kann er das Sagen haben? Man versteht doch kaum ein Wort von dem, was er sagt. Ein wahres Genie kann man eben nie ganz verstehen. Aber es geht um deine Gesundheit. Wir müssen dein Implantat reparieren. Janosch sagt, wenn man für die gute Sache kämpft, muss man eben Opfer bringen können. So, und was ist sein Opfer? Er ist unser Anführer. Ich bin mir sicher, er würde für jeden von uns sein Leben geben. Wirklich? Auch für mich? Kann er das dann bitte sofort machen? Das wäre super. Oh ja. Janosch ist wirklich super. Lauf nicht weg. Ich bin gleich zurück. Okay. Keine Sorge. Hier bei Janosch bin ich in Sicherheit. Ich glaube, bevor wir jetzt unseren Geniestreich aus dem Ärmel holen, werden wir erstmal ein bisschen mit dem Dicken quatschen. Was für eine Witzfigur. Golds Urteilsvermögen muss auf die anderen beiden Datasetten verteilt sein. Oh, mit Sicherheit. Hallo, Rekrut. Was gibt's? Es heißt Rekrut mit K. Sag ich doch. Rekrut mit G. Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janosch, will dein neuer Freund auch einen Orangensaft? Nein, danke, Mama. Wo waren wir gleich? Bei eurer Verwegenheit. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Was ist denn dein Plan? Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Bewegen? Wer sagt denn was von Bewegung? Naja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort Untergrundbewegung? Ach so. Naja, ja. Wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh. Dein Plan ist Mist. Meine Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig aussprechen. Wenn du einen besseren Plan hast, dann rausch damit. Bevor ich jetzt meinen Plan offenbare... Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Pazifisten. Gesundheit. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, einen Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Okay. Ich bin hier, um Goal abzuholen. Unmöglich. Sie muss mir bei wichtigen Dingen assistieren. Bitte, was muss sie? Assistieren? Sperr doch mal die Lauscher auf. Goal braucht dringend eine Operation. Im Widerstand muss man auch Opfer leisten. Und was ist, wenn sie einen bleibenden Hirnschaden davonträgt? Dann hat sie einen bleibenden Hirnschaden für die gute Sache davongetragen. Oh, ich muss hier raus. Gott. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution! Oh. Hey! Was wird denn das, wenn's fertig ist? Ich nehme die Sache jetzt in die Hand.
Ihr wollt den Organon stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Charisma, oh, Jack. Ja. Jack? Einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Jack? Kurzum, jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organon aufnehmen würde. Kein Jack? Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Ich meinte mich, ihr Trottel. Bring mich nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja, eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Seht her und staunt. Oh, was ist denn das? Ein Fleck? Man kann ja gar nichts erkennen. Das ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Oh, ja. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es deine zeigt, Mutter. Was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Das nächste Dir. Hier. Was ist das? Das, mein Lieber, ist ein Organon-Sprengturm. Das ist ein Organon-Sprengturm. Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Das ist beunruhigend. Ich hab Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Ach, nicht mal gleich. Der Organon will den Planeten zur Explosion bringen. Was? Aber bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen? Tja. Müssen wir sie attackieren? Müssen wir sie angreifen? Wir müssen uns wehren? Wir müssen eine Offensive starten? Wir müssen eine Offensive starten. Ein Angriff auf den Organon? Bist du denn des Wahnsinns? Oh, wir wissen ja nicht einmal, wo wir zuschlagen müssen. Wissen wir doch. Effektiv ist es ja alles das Gleiche, nur in anderen Worten. Aber ich finde, Koordinaten klingt cooler. Das hier sind die Koordinaten einer dieser Organon-Basen. Sie ist das Ziel unserer ersten Aktion. Wow, der Mann ist wirklich gut vorbereitet. Ich dachte, es gibt hunderte von Sprengtürmen. Warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen? Argus will hier eine Bombe... Abwerfen durch den Lebensraum und den Ozean entvölkern. Ja, zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das rostrote Meer unbewohnbar machen. Es gäbe keine Überlebenden. Diese erste Bedrohung abzuwenden hat also oberste Priorität. Wie schrecklich. Rufus hat recht. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Aber was dann? Was ist mit all den anderen Bombentürmen? Joker und Petto, Trumpfauflage, Ass im Ärmel, einen weiteren Vorteil. Oh, das klingt gut. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein. Ich mach das schon. Oh, oh. Jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich?
Ein Organon-Sprengdurm. Oh, mein Bauch. Er hat es schon wieder getan. So ein Idiot. Oh, dabei war es gerade so spannend. Ich bin empört. Roll dich, du Strolch. Oh Mann, so ein Mist. Oh, wie kriegen wir das hin, dass der Janusz eine Gusch hält? Jetzt mal ernsthaft. So eine hätte ich mal. Natürlich habe ich, aber wie bekomme ich... Ach. Der Zeitpunkt ist ungünstig. Ich stehe kurz davor, sie davon zu überzeugen, mit zu Doc zu kommen. Wenn ich sie in Krawalgau umprogrammieren würde, dann würde sie ordentlich aufräumen. Schätze ich. Ja, ein paar vergammelte Pillen. Was soll das darstellen? Wonach sieht das aus? Nach irgendeinem wahllosen Objekt, das du auf dem Müll gewunden hast? Es ist Bestandteil meines Plans. Na, hoffentlich kein Hauptbestandteil. Aber natürlich. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will... Oder wofür? Warum steht eigentlich in Kneipe wie Kai oder Ratten? Hier kannst du... Was soll das darstellen? Wonach sieht... Nach irgendeinem... Es ist beschnarhoffen... Der Rasierer ist... Was soll das darstellen? Wonach sieht das aus? Nach irgendeinem wahllosen Objekt, das du auf dem Müll ge... Es ist Bestand... Na, hoffentlich... Flüssenfleisch. Was soll das darstellen? Wonach sieht er? Nach irgendeinem... Es ist Bestand... Na, hoff... Ich will nicht, dass... Es kleben schon genug Flusen aus... Warum steht eigentlich... Wie oder Rat? Die Idee war bereits la... Meine Sachen sind... Aber warum... Es ist ja nicht... Meine Sachen sind tatsächlich... Aber warum... Es ist ja nicht... Den Köder mit den Flusen. Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Ich will nicht, dass es kleben... Haben wir nicht noch irgendwas... Interessant? Ne, haben wir nicht. Hallo, Rego. Was gibt's? Ich habe ein... Pardon? Einen Plan. Ah, es klang... Aber wenn du legst ein... Ich muss das Klo... Wie?